Herzlich willkommen bei meinem Let's Play zu Guild Wars 2 Heart of Thorns, dem Wiedergänger. Ich freue mich, wenn ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bedanke mich für die recht hohe Beteiligung dafür, dass ich ja noch unbekannt bin an meinen Let's Plays. Für jene, die den ersten Teil geschaut haben und sich jetzt ein wenig wundern, dass hier unten so viele Skills aufgetaucht sind, ich habe halt ein paar Sachen von meinem Großen umgelagert. Wenn man die Bosse mit größeren später haut, dann kommen öfters mal Erfahrungsschriftrollen bei rum, die Leute bis Level 80 nehmen können. Die habe ich umgelagert und mit ihm hier genommen. Also ich habe jetzt nicht ewig ohne euch gezockt, sondern das ist wirklich nur vom Rumstehen und Klicken. Ja, den täglichen Login mal eben kurz noch abholen. Man kann nie zu viele einige Sachen hatte ich gar nicht richtig erklärt beim letzten Mal. Hier oben haben wir das Spielmenü, die Kontakte, den Helden. Da gucken wir gleich rein. Das Inventar, das kennen wir ja mittlerweile. Das hatte ich ja schon mal offen. Post, die man kriegt. Die Schatzlöwenhandelsgesellschaft, das ist der Shop. Dann Gilde. Dann gibt es WVW, also Welt gegen Welt. Und es gibt den PvP. Da kommen wir vielleicht später mal drauf zu sprechen. Ich bin nicht so der große PvPler. Im Heldenmenü haben wir als erstes hier dann die Ausrüstung, die wir tragen. Ich trage immer noch den Hammer. Dann gibt es beim Helden noch Garderobe, die kann man dann farblich auch anpassen. Da sind dann, also bei Garderobe sind Sets drin, hier haben wir die Farben, Kleidungssets, Miniaturen, da komme ich jetzt gleich drauf. Todesstöße, es gibt im PvP spezielle Todesstöße. Wenn man den Gegner niedergestreckt hat, ist er nicht sofort tot, sondern man muss einen speziellen Todesstoß machen. Dann gibt es noch den Briefboten. Hier kann man sich dann aussuchen, wie der Briefbote denn aussehen soll. Weiß jetzt gar nicht, da müsste ich mich auch erst nochmal reinarbeiten. Ich habe halt nur so eine Brieftaube. Wenn ich irgendwas kriege, dann kommt die halt an und sagt mir, hey, du hast da was. Ist ganz knuffig gemacht. Zu den Miniaturen. Man wundert sich jetzt vielleicht, was das für ein komischer... eine komische Schlange auf den ersten Blick, aber es ist halt ein Drache, ist, der da neben mir rumwuselt. Es gibt halt Miniaturen, die man dann hinter sich herziehen kann. Ich glaube, es kann immer nur eine Miniatur aktiv sein, so wie ich das verstanden hatte. Dadurch, dass ich Vorbesteller von Heart of Thorns war, habe ich, meine ich, diesen Drachen jetzt geschenkt bekommen. Man kann allerdings auch bei Events diese Miniaturen kriegen. Und man sieht, mein Inventar ist jetzt etwas größer, weil ich Taschen umgelagert habe. Es gibt dann noch, wo haben wir sie? Da, Schwarzlöwentruhen, die kann man finden. Auch bei Bossen und auch so können die zwischendurch droppen. Und dann kriegt man Schlüssel dafür. Dort raus kann man Shop-Items ziehen aus diesen Truhen, wenn man die öffnet. Zum Beispiel Fernzugriff auf Lager, Bank und ähnliches, genauso wie Miniaturen. Also es ist sehr, sehr variabel, was man da alles rauskriegen kann. Ja, so viel zu den grundlegenden Sachen. Wie gesagt, ich habe ein paar nette Skills dazu bekommen, die will ich dann auch einmal kurz zeigen. Den kanntet ihr ja schon. Den auch. Dann habe ich den neu dazu bekommen. Das hier ist ein Schutzschild gegen Fernattacken, der einen gewissen Schaden abhält. Und dann kann er noch diese Attacke. Mit dem dicken Hammer hat er nur Fernkampfattacken. Mit den meisten anderen Waffen ist es eher mittlerer Kampf bis Nahkampf. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob der kleine Junge nicht irgendwas für uns hat. Den hatte ich ja beim letzten Mal angesprochen. Hallo. Oder vertue ich mich da sogar? Nee, da vertue ich mich sogar. Das ist gar nicht der Junge. Ha. Seht ihr? Daran sieht man, dass ich das so halbblind mache, dadurch, dass ich das lange nicht mehr gespielt habe. Aber wie gesagt, hier wuselt irgendwo ein Kind rum, was eine Quest für einen hat. Das führt einen dann zu einem bestimmten Ort. Dann machen wir weiter mit dem Questen.
ich lese mir das jetzt nicht durch, weil eigentlich sind die Quests immer in der Nähe des Gebietes. Wir sollen jetzt diese Fallen erneuern. Tötet die Harpien, bevor sie den Damm zerstören. Ach ja, und bevor sie meinen Arbeitern was tun. Das, was ihr im Hintergrund hört, wäre dann schon die nächste Aufgabe. Das Schöne mit dem Looten ist, dass man das durch Doppelklick alles mal eben kurz erledigen kann. Die Miniaturen sind wirklich nur Optik, also das hat keinen großen Spielvorteil oder sowas. Das Shop-System ist bei Guild Wars auch sehr, sehr freundlich gestaltet, wie ich finde. Also man kann sich zwar kleinere Vorteile erkaufen, aber es ist nicht so gigantisch, dass man da jetzt wirklich sagt, ich muss jetzt unbedingt cashen. Es ist halt eine gute Unterstützung, wenn man das Spiel gut findet, dass man dann sagt, okay, ich packe jetzt ein bisschen Geld rein. Aber man ist halt wirklich nicht dazu gezwungen. Es gibt so ein paar Erleichterungen, wo ich auch empfehlen würde, das ist gar nicht so dumm, dass man sich die dann kauft. Allerdings sollte man sie dann auch kaufen, wenn sie gerade im Angebot sind zum Beispiel. Man muss ja nicht immer das Maximum ausgeben, was man ausgeben kann. Was auch sehr, sehr schön gemacht ist beim Shop-System. Ich stelle mich mal kurz hier rüber. Wenn wir jetzt hier auf den Schwarzlöwen-Shop mal drauf gehen, haben wir oben die Diamanten, die wir haben. Das ist halt das Ingame-Cash. Man kann einmal einlösen, man kann allerdings auch tauschen. Ja, das war falsch. Das ging doch hier, oder? Das sind die Zahlungsmethoden. Genau. Hier konnte man tauschen. Man kann das Ingame-Gold, was man erspielt, tatsächlich gegen Coins tauschen. Also gegen die Ingame-Währungen, gegen die Diamanten. Was ich sehr, sehr geil gemacht finde, weil das halt Riesenvorteile bringt. Hier sieht man halt jetzt, ich könnte mir jetzt Gold kaufen für die Diamanten, die ich habe. Ich könnte allerdings auch sagen, nein, ich will jetzt für Gold Diamanten haben. Also ein sehr, sehr faires System, wie ich finde. Man ist wirklich nicht darauf angewiesen, jetzt Geld auszugeben. Außer man will jetzt halt die Erweiterung Heart of Thorns haben, dann muss man tatsächlich mal ein bisschen Geld reinstecken. Aber das ist ja meistens, wenn was neu rauskommt. Und dadurch, dass wirklich sehr gut gewartet wird, Bugs direkt behoben werden, wirklich gute Hilfestellungen da sind und ähnliches, ist es auch eins der Spiele, wo ich sage, ja, hier lohnt es sich mal zu investieren, um zu sagen, ich unterstütze die Hersteller, weil wer kein Geld verdient, kann halt auch nicht ein Spiel wahren. Irgendwie muss das Ganze ja auch finanziert werden. Es geht halt nicht anders. Ich hoffe, das Shop-System bleibt auch so, nachdem es jetzt Free-to-Play ist. Bis jetzt war es halt immer sehr, sehr fair gestaltet. Viele Titel sind ja am Free-to-Play leider kaputt gegangen. Weil im höheren Level, das ist halt auch das Schöne hier dran, bei Level 80 ist zwar Schluss vom Leveln, aber das Spiel ist noch lange nicht zu Ende. Das habe ich, glaube ich, auch schon im ersten Teil erwähnt. Am Anfang war ich sehr, sehr skeptisch, was dieses System anging, aber ich musste feststellen, nein, es ist wirklich sehr geil gemacht. Also man verliert auch nicht den Spielspaß. Es gibt immer wieder so ein paar Neuerungen. Jetzt sind zum Beispiel ganz neue Sachen eingeführt worden, mit denen ich mich auch noch komplett auseinandersetzen muss. Das Beherrschungssystem zum Beispiel. Da gibt es ganz neue Punkte, die man sammeln kann. Aber das sind alles Sachen, die erst im High-Level dann wirklich interessant werden. Ach, Menno, die grasen hier alles ab. Ich will jetzt nicht ewig mit der Quest rumbringen. Ich will euch ja noch was zeigen. Ja, komm mir nicht entgegen, guck mir nicht doof an. Ich bin eigentlich ein sehr, sehr freundlicher Mensch, nur... Ich will euch ja was zeigen und das ist halt ein bisschen sehr doof.
wenn ich dazu nicht komme, weil halt sehr viel los ist. Ich habe jetzt schon extra gesagt, hey, ich mache das Ganze sehr, sehr spät, die Aufnahme. In der Hoffnung, dass nicht so viel los ist. Aber das war wohl ein Schuss in den Ofen. Hier rennen immer noch genug Leute rum. Wobei das halt jetzt auch an dem Free-to-Play mitliegen wird. Gar keine Frage. Es gibt halt auch Handwerke, klar, wie in jedem guten Rollenspiel. Man kann sich Rüstung später selbst craften und so weiter. Eine undankbare Aufgabe. Mag sein, aber zwischen Schemo und einer mächtigen Flut stehen nur wir. Da werde ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Das ist nämlich einer der Sachen, die ich tatsächlich empfehlen würde, dass man sie sich im Shop kauft, weil man kann sich die Werkzeuge, um die Ressourcen abzubauen, beim NPC kaufen. Die verbrauchen sich dann. Und es gibt allerdings so schöne, kleine, nette Helfer. Diese kleinen, netten Helfer verbrauchen sich nicht und übernehmen den Abbau. Also man steht da nicht mit der Axt dran und haut den Baum um, sondern dann kommt halt ein kleines Viech. Das kann variieren, wie das Ganze aussieht. Ich habe mir damals die Standardversion geholt. Die werde ich euch auch noch zeigen. Das sind die Trons, kleine Roboter, die einem dann beim Abbau helfen. Fand ich halt sehr, sehr stylisch. Okay, es ist Halloween. Ich weiß gar nicht, was das Halloween-Event dieses Jahr alles zu bieten hat. Da werden wir auch noch reinschauen. Was ich vergessen hatte zu erwähnen. Ich habe vor, heute so ein kleines Special zu machen. Ein kleines Special zu machen, in dem ich mehrere Folgen hochlade. Als kleinen Dank auch für eure hohe Beteiligung. Damit ihr mal ein bisschen mehr zu sehen kriegt. Es gibt auch Jumping Puzzles zwischendurch in Guild Wars 2. Die manchmal sehr nerven können. Aber auch sehr, sehr stylisch sind. Jetzt mögen sie mich aber nicht. Zu diesen Jumping Puzzles gehört dann teilweise sowas wie das jetzt. Dass man an so Aussichtspunkte kommt. Das war knapp. Diese Aussichtspunkte sind auch sehr, sehr schön gemacht. Ihr werdet jetzt sehen, was ich meine. Ah, wenn ich mich recht erinnere, gab es ja auch noch ein Event, das man auslösen konnte. Diese Aussichtspunkte bringen halt immer ganz gut EXP. Dafür, dass man eigentlich nicht viel machen muss, wie gesagt, sind meistens mit kleineren Jumping-Puzzles verbunden. Also nicht wirklich schwer. Es gibt auch große Jumping-Puzzles, wo man dann größere Belohnungen auch für bekommt. Die sind dann auch schon um einiges komplizierter und auch nicht immer zu jeder Zeit zu machen. Zum Beispiel gibt es eins... Das wäre jetzt bei den Silvari in der Anfangswelt. Da muss die Pflanze eine bestimmte Position haben, dass man das Jumping-Puzzle überhaupt machen kann. Diese Jumping-Puzzles können manchmal sehr aufregen. Weil wie gesagt, manche von denen sind wirklich sehr komplex gestaltet. So, haben wir das nächste schon fertig. Da hatte ich auch schon so den ein oder anderen Frustmoment bei den Jumping Puzzles.
weil es halt wirklich passieren kann, dass man aus einer sehr großen Höhe runterfällt und dann tot ist und von vorne anfangen kann. Oder man fällt runter, überlebt das Ganze zwar, darf aber komplett von vorne anfangen, nachdem man schon eine Ewigkeit unterwegs war in diesem Puzzle. Bei dem Event bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Es kann auch sein, dass ich mich vertue, dass das... Nee, das war auf einer späteren Map, befürchte ich. Da muss man jemandem beim Angeln helfen. Ist sehr lustig, werde ich auch zusehen, dass ich euch das noch zeigen kann. Ich glaube, hier läuft gerade... Ja, hier läuft ein kleineres Event. Ganz so niedriger auf der Karte zurzeit unterwegs. Das lief besser als ich dachte. Ja, hier kriegt man die Ausweichrolle erklärt. Wenn man zweimal in eine Richtung drückt, kann man Fallen halt ausweichen. Das ist später bei den Bossen halt sehr, sehr wichtig. Dass man da dann den Area Attacks oder auch den harten Attacken der Bossen halt entkommen kann. Nach Taschenlieb, du. Ja, wie man sieht, die Ausweichrollen und sowas, das können auch die Gegner. Oh, ein Level Up. Hier sieht man die Abbauwerkzeuge zum Beispiel. Das sind jetzt die Standards. Es gibt später auch verbesserte aus anderen Materialien. Die kann man auch kaufen, meine ich. Aber die kann man auch aus Events gewinnen zum Beispiel. Das gehört halt zu den Sachen, die ich auch sehr geliebt habe an diesem Spiel, dass man wirklich jeden Kram gewinnen kann. Ja, ich quatsche sie jetzt mal nicht an. Ich weiß ja, was zu tun ist. Wir müssen ein bisschen auf die Büsche treten. Hier war jetzt nichts drin. Der war auch friedlich. Na, sie wollen nicht, dass ich euch Gegner zeige. Alle leer. Wie unfreundlich. Der typische Vorführeffekt. Also wenn man auf die Büsche klopft, dann kommen halt für gewöhnlich Banditen raus. Ich weiß gar nicht, ob wir hier in die Höhle überhaupt schon rein sollten. Dass der Quest vereinbar war. Ach, machen wir es einfach. Ich weiß nur noch, dass die Höhle nicht ganz so einfach war, als ich als Magier hier reingelaufen bin. Aber hier wurde jetzt schon vorher gut aufgeräumt. Ja, genau, hier finden wir das Getreidefutter. Das gehört da auch zu der Aufgabe. Respawn. Hier kann man sehr schnell mit einer Übermacht von Gegnern zu tun kriegen. Ich bräuchte vielleicht einfach mal einen besseren Hammer.
wenn man halt nicht aufpasst und man mitten in den Respawn reingerät, dann kann das schnell im Freitod enden. Das ist ein Andenken an mich. Wie man sich vorstellen kann, als Magier, als so ein kleiner Kuppenträger, war das nicht ganz so einfach hier drin. Kann mir mal einer hier helfen? Nein, dir kann keiner mehr helfen. Du hast dich mit mir angelegt, das heißt sterben. So, wollen wir auch mal wieder sehen, dass wir hier rauskommen. Bis nächstes Mal! Yep, ich werde nicht wiederkommen. Es ist von der anderen Seite. Bis nächstes Mal! Ist ja freundlich, dass sie an alle verabschieden. Kommt mein kleiner Drache geschlängelt. Ich mag ja diese asiatischen Drachen. Und ja, man muss nicht immer zu dem Questgeber wieder zurücklaufen und die Quest abgeben, was diese Quests mit Herz angehen. Das erledigt sich dadurch, dass man unten rechts dann halt die Belohnung abholen kann. Da taucht halt dieses kleine Herz auf. Das habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen. Falls ihr euch gefragt habt, wieso ich nicht direkt zu dem Questgeber zurückgerannt bin. Der Bulle, der hier rumrannte, war außerdem auch ein Event. Das war ein kleinerer Boss. Oder halt ein Elite-Monster. Man sieht, das mit dem Leveln geht eigentlich sehr, sehr gut von der Hand. Hier mehr auf meine Kerze. Wozu haben wir denn einen mit einer Kutte, der auch gut einstecken kann? Einen ohne Kutte, der auch gut einstecken kann. So kann man dann die Quests halt auch wesentlich schneller erledigen. So ein reiner Damage-Dealer zu sein, ist nicht immer von Vorteil. Das merkt man in diesem Spiel sehr, sehr stark. Es ist zwar super, wenn man heftig austeilen kann und dadurch die Gegner schnell niederstrecken kann. Allerdings, wenn man wie ich dann zwischendurch so Kamikaze-Aktionen bringt, indem man dann wie jetzt hier einfach mal mehrere Eier zerstört, kann das auch ganz schnell ins Auge gehen. Event! Event! Diese Aufgabe ruft. Also Events kommen sehr, sehr häufig vor auf den Karten. Es war auch sehr, sehr lustig teilweise. Manchmal kann es einen aber auch so ein bisschen frusten, wenn man gerade nur von A nach B will und man rennt dann auf einmal in so einen Boss-Mob rein. Die sind nicht immer so einfach wie jetzt hier. Da gibt es halt diverse, die wesentlich schwieriger sind. Ich empfehle, wenn man Guild Wars anfängt, wirklich jeden Kram mitzunehmen. Lissa, verwirre euch. Umso besser kommt ihr auch voran. Also jetzt diese ich glaube, Ansehnlichkeiten heißen die Punkte oder Sehenswürdigkeiten.
Das sind zwar immer nur so kleine Punkte, die immer nur so ein paar XP bringen und vielleicht das wirkt sehr, sehr wenig eigentlich, wenn man einzelne Punkte holt. Allerdings die Masse macht es am Ende, weil es davon halt sehr, sehr viel auf den Karten gibt. Und wenn man davon natürlich jeden geholt hat, den man kriegen kann, dann macht das schon ein ganz nettes Sümmchen. Also ich habe teilweise ganze Level-Ups nur dadurch geholt, dass ich die Karten nachher noch abgegrast habe und diese Punkte dann geholt habe. Und ja, wie ihr seht, ich laufe jetzt ein ganzes Stück durch die Gegend, weil der nächste Punkt halt doch schon ein paar Meter weiter weg ist. Wenn ihr diese Kundschaft da vorher genutzt habt. Neues Event in der Nähe. Ein paar Minuten machen wir noch. Ah ja, das. Okay, das könnte sich auch ein paar Minuten länger hinziehen. Weil das zu den Sachen gehörte, die ich auch sehr, sehr stylisch fand. Das ist jetzt so ein Standard-Karten-Event, was immer wiederkehrt. Hier sollen wir... die Wasserversorgung schützen. Die wollen die zerstören. Die Banditen. Und wir sollen jetzt halt zusehen, dass das nicht klappt. Als ich das letzte Mal hier war, durfte ich hier alleine rumtouren. Das war dann doch recht heftig, das dann zu verteidigen. Jetzt wird es ein ganzes Stück leichter, weil wir reichlich Unterstützung haben, was ich sehr, sehr schön finde. Hier laufen jetzt auch mehrere rum, die Anfänger sind, also ein Anfängercharakter, einen Wiedergänger haben. Die Dame, die da vorhin an uns vorbeigelaufen ist, die auch den Drachen hinter sich hergezogen hat zum Beispiel. Ist das Event schon durch? Ja, ist es. Gar nicht mitbekommen. Nee, in den hinteren Part sollten wir noch nicht gehen. Da hinten ist nicht unbedingt unser Levelgebiet jetzt. Ja, ich versuche die Karten mit euch so abzulaufen, dass es möglichst sinnvoll ist. Dass ihr einerseits seht, was euch erwartet und andererseits, dass ihr nicht in Gebiete reinstolpert, die definitiv noch nichts für euch sind. Würden wir nämlich nach hier hinten durchgehen, würden wir ganz böse einen auf den Deckel kriegen. Das nächste Gebiet, was für uns was ist, wäre dann hier. Die Story ist so aufgebaut, man hat immer wieder zwischendurch Story-Quests, dafür muss man dann ein bestimmtes Level erreichen. Danach pausieren die Story-Quests wieder. Und dann muss man erstmal wieder weiterleveln. Ich meine, das war immer alle 10 Level, kommen dann ein paar Story-Quests, die einen auch so um ein, zwei Level locker weiterbringen dann. Falls ihr euch wundert, warum die meisten Viecher mich nicht angreifen, das liegt daran, dass ich jetzt halt schon so 2-3 Level über ihnen bin. Und dann überlegen die sich das tatsächlich. Würde ich jetzt im gleichen Level dran vorbeilaufen, dann hätten die mich wahrscheinlich auch attackiert. Also ist nicht sehr, dass sie immer nur dumm in der Gegend rumstehen und nichts tun. So. Allerdings, wenn ich so auf die Uhr gucke, das sollte erstmal reichen für Part 2. Wie gesagt, ihr könnt heute noch Part 3, 4 und wahrscheinlich sogar 5 noch ansehen. Ich werde sehen, wie weit ich heute noch komme. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Mich würde es freuen, wenn ihr Wünsche zum Beispiel in den Kommentaren äußert, was ihr gerne sehen würdet. Oder auch Kritiken könnt ihr gerne äußern. Da bin ich immer offen für. Ein Like wäre natürlich noch schöner. Dann weiß ich, dass meine Arbeit gut gelungen ist. Ja, ansonsten bedanke ich mich. Abos sind auch gern gesehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und
hoffe, bis denne. Tschüss.